Staring at herself in the mirror on the restroom door. Hallo, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen. Ich bin Katja, 37 Jahre alt, Mutter von drei Kindern und verheiratet. Und ja, bei mir auf meinem Kanal, da seht ihr Sachen von mittlerweile Schminkvideos, Unboxings, Backen, Kochen. Hauptsächlich ist mein Kanal aber dafür da, dass ich euch Putzmotivationen und Putzroutinen zeige und gebe. Und heute ist es wieder soweit. Heute gibt es ein Motivationsvideo. Ich war jetzt 2 Wochen knapp gut krank, habe also entsprechend nicht viel getan im Haushalt. Ab und zu über Armaturen drüber gewischt oder die Toiletten gereinigt. Hauptsächlich hat der Saugroboter jeden Tag nur gearbeitet. Ich dann eher weniger. So, es geht bergauf, das Antibiotikum hat es gerichtet und heute werde ich dann mal wieder durchs Haus flitzen. Wir haben mittlerweile 10 nach 9, ich habe gerade noch ein anderes Video abgedreht und ja, wir werden wie immer im Badezimmer starten, arbeiten uns nach unten vor und ich denke, bin froher Hoffnung, dass das heute alles ein bisschen ruckzuck hier funktioniert. So, da steht der Wäscheständer. Wir müssen nämlich nur Wäsche aufhängen. Das Wetter ist leider nicht mehr so, dass wir raushängen können. In den Trockner möchte ich es auch ungern tun. Der bleibt für Handtücher vorbehalten. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Motivation. Dann bis später. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back.
tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Hier bin ich. Das Obergeschoss ist fertig. Die Treppe ist runtergeputzt. Also ich habe bei den Kindern im Kinderzimmer nichts gemacht. Ich habe außer beim Luca mal kurz über das Fenster gewischt. Nichts gemacht tatsächlich. Da hatte ich nämlich auch den Saugroboter diese Woche mal durchgeschickt. Ja, wir haben jetzt mittlerweile 10 nach 10, also ich war jetzt eine Stunde beschäftigt, muss aber dazu sagen, ich hatte zwischendurch 2-3 Mal einen Hustenanfall und musste mich dann kurz mal ausruhen. Ja. So, wir fangen jetzt an in der Küche, wie immer. Das ist der Rundumblick, da stehen noch Töpfe von gestern. Das ist gespült, das kann weggeräumt werden, das muss in die Spülmaschine, die ist voll. Und deswegen also der Rundumblick in der Küche, das schaut so aus, das geht eigentlich. So, kommen wir jetzt, Esstisch geht auch. Da hängt Wäsche, die trocknet aber noch. Die habe ich gestern Abend erst aufgehängt, ich hatte das gestern vergessen. Und hier ist der Rest. Das geht auch, ich muss auf jeden Fall dringend Staub wischen, das habe ich gerade gesehen. Muss ich auf jeden Fall dringend machen. Ja, also wie ihr seht, Grundordnung ist vorhanden, halt nur Staubwischen und einmal schnell durchbisseln. Ja, dann bis gleich. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they months since she got a family of her own. It's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes, so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes, so they got old. Stay the same, you know. I just hope their stories will still be told. Feel like that. Feel like, feel like
Ich bin fertig. Gott sei Dank. Wir haben es jetzt 11:45. Ich habe jetzt gerade die Emma noch mal ins Schlafzimmer geschickt. Entschuldigt mich bitte. Ja, ich werde jetzt noch mal eine Stunde mich dahinlegen. Und dann werde ich die Kinder von der Schule abholen und dann werde ich den Luca vom Kindergarten abholen. Und dann machen wir uns einen schönen Nachmittag mit dieser Kiste. Ja, ich habe die Herbstdeko ausgepackt. Tada! Es wird herbstlich. Werdet ihr wahrscheinlich dann im nächsten Video sehen, dass hier überall Herbst dekoriert ist. Ja, tut mir leid. Sommer 2021. Du endest dieses Jahr früh. Hast du überhaupt angefangen? Egal, wir machen es herbstlich und ich würde sagen, es hat mir wieder Spaß gemacht, für euch, mit euch zu putzen, euch zu motivieren, euch eine Routine zu geben. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, macht es gut, bis dann. Ciao.